WDR 5 Scala. Aktuelles aus der Kultur. Mit Stefanie Juncker. Guten Tag. Dieser Tag fühlt sich zumindest hier in Köln schizophren an. Um unser Funkhaus herum wird Karneval gefeiert. Und über allem hängt der dunkle Schatten des Krieges. Wir sprechen gleich über die Situation in der Ukraine. Und um 14.30 Uhr werden wir auch zu den Nachrichten schalten. Aber wir schauen auch auf eine neue Ausstellung. Da passt zumindest der Titel Welt in der Schwebe. So heißt eine neue Ausstellung in Bonn. Die zeigt ab heute, wie die Kunst das Thema Luft verhandelt. Und zwar von der Renaissance bis heute. Und im Service Schauen sprechen wir über zwei Kinofilme, die beide für den Oscar nominiert sind, Belfast und King Richard. Aber zunächst gucken wir in die Ukraine. Bis gestern Abend hat noch die Hoffnung bestanden, dass ein Krieg in der Ukraine verhindert werden könnte. Heute Morgen dann die Nachrichten von russischen Bodentruppen in der Ukraine. Und zwar nicht nur im Osten. Juri Durkot ist Journalist und Übersetzer, preisgekrönt für seine Übersetzungen der Werke von Serhii Shahdan, einem berühmten ukrainischen Schriftsteller. Juri Durkot lebt in Lemberg im Westen der Ukraine und wir erreichen ihn dort zu Hause. Guten Tag, Herr Durkot. Guten Tag. Wie sind Sie heute Morgen erwacht? Ja, also eigentlich hat mein Sohn mich heute aus dem Schlaf gerissen, kurz vor 6 Uhr. Normalerweise schläft er den ganzen Vormittag durch. Das ist bei Studenten eigentlich üblich. Es gibt sowieso keine Vorlesungen und Seminare an der TU. Das passiert alles nur online, also kann man sich einloggen und weiterschlafen. Aber diese Nacht war er schneller als ich und schon wenige Minuten, nachdem die ersten russischen Raketen auf dem ukrainischen Gebiet einschlugen, hat sich die Nachricht wie ein Feuer verbreitet durch die sozialen Netzwerke. Dann habe ich noch gefragt im Halbschlaf, was ist eigentlich los? Und ich muss sagen, das war wirklich eine dumme Frage. Ich wusste eigentlich, was los ist. Mhm. Und wir wussten eigentlich alle, was passieren wird. Und trotzdem haben wir vielleicht nicht wirklich daran geglaubt. Und ein leeres Gefühl. Ja, also das heißt, man hatte gehofft, dass es anders ausgeht, aber trotzdem mit dem Schlimmsten gerechnet. Wie ist denn die Situation jetzt konkret? Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen? Also vor allem gab es schon 3 Fliegeralarme in Lemberg, aber keine Flieger, die jetzt die Stadt angegriffen hätten. Das war am Morgen, so etwa gegen 8 Uhr morgens, eigentlich 3-mal hintereinander mit einem Abstand von 20 Minuten vielleicht voneinander. Und eigentlich ist die Situation mehr oder weniger ruhig in der Stadt, aber es gibt überall große Schlangen, zum Beispiel auch auf dem Markt oder zum Teil auch in den Apotheken. Die Menschen versuchen, sich zu versorgen oder auch Vorräte zu machen. Es ist fast unmöglich, jetzt noch ein Zimmer in einem Hotel zu finden, weil viele Menschen jetzt unterwegs sind in Richtung Lemberg, entweder aus Kiew oder sogar aus dem Osten. Ich habe heute früh mit einer guten Bekannten aus Charkiw telefoniert. In Charkiw haben die russischen Raketen auch ein paar Häuser zerstört. Und dort waren die Menschen auf der Flucht, aber das war alles nur Stau, wie sie gesagt hat. Mhm. Trotzdem war es beruhigend, irgendwie mit ihr persönlich zu sprechen und ihre Stimme zu hören, als sich über die sozialen Netzwerke zu informieren. Sie haben noch letzte Woche in einem Artikel beschrieben, dass die Leute in der Ukraine ganz normal weiterleben und sich gefragt, ob die Polen im August 1939 auch ganz normal weitergemacht haben. Wie sehen Sie das heute? Finden Sie die Situation vergleichbar? Wahrscheinlich schon. Also diese Frage hat man sich natürlich nicht alle 5 Minuten gestellt, aber irgendwie war es im Hinterkopf. Wir haben das die Polen 1939 im August 1939 erlebt und Lemberg war ja damals polnisches Gebiet und vielleicht ist es für Lemberg eben auch eine Frage, die als erste in den Kopf kommt.
Aber wir haben heute wiederum mit einem Monster zu tun, wie in den 30er Jahren schon. Das ist ein anderes Monster, aber es ist ein Monster und dieses Monster hat jetzt zugeschlagen. Und dieses Monster hat man eigentlich auch mit westlicher Hilfe gezüchtet und es hat das Geld aus den Geschäften mit dem Westen nicht in den Bau von Straßen und Krankenhäusern investiert, sondern hat mit diesem Geld Panzer und Raketen gebaut. Bundeskanzler Scholz spricht heute von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts. Was erwarten Sie sich jetzt von Reaktionen aus dem Westen? Also vor allem erwartet man ganz harte Sanktionen, aber wirklich ganz harte Sanktionen, die Russland sofort zu spüren bekommt. Und wir erwarten natürlich auch nach wie vor Unterstützung aus dem Westen, auch mit Verteidigungswaffen. Wir müssen ja irgendwie uns verteidigen und dafür braucht man auch Waffen, nicht nur die guten Worte und Lippenbekenntnisse. Und man braucht natürlich auch Solidarität, aber vielleicht ist es am einfachsten, Solidarität zu zeigen. Das andere ist schon komplizierter. Die Folgen werden wir ja überall in Europa spüren. Das ist ja nicht nur die Ukraine. Die Ukraine wird jetzt zwar direkt angegriffen und zerstört, aber wir müssen die Illusion aufgeben. Die Welt hat sich nach diesem Angriff geändert. Gleichzeitig ist ja immer diese Hoffnung, dass man irgendwie wieder deeskalieren kann, dass es irgendwie noch einen Schritt zurück gibt. Nein. Da haben Sie keine Hoffnung. Wir haben diese Hoffnung eigentlich nicht. Und ich glaube, das war von Anfang an eine Illusion. Russland versteht eigentlich nur die Sprache der Stärke. Also das war, wir haben ja gesehen, nach jedem Besuch in Moskau, ob Macron oder Scholz oder nach jedem Gespräch mit den Amerikanern, gab es eine schwache Hoffnung auf eine Deeskalierung. Aber dann kam am nächsten Tag oder ein paar Stunden später nach einem solchen Besuch oder nach einem solchen Gespräch eben eine neue Spirale der Eskalation und das hat man mit Absicht gemacht. Also es war von Anfang an klar, es geht weiter mit der Eskalation und man muss sich nur vorstellen, die Frage, wenn Putin jetzt die Ukraine bekommt, dann sagt er irgendwann mal wahrscheinlich auch, die NATO muss sich ja zurückziehen aus den baltischen Staaten oder auch aus Polen und ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was dann passieren könnte. Also es ist ein ganz gefährlicher Kriegsverbrecher. Was werden Sie heute als nächstes tun nach unserem Gespräch? Also ich versuche ein bisschen über die Lage zu berichten für deutsche Zeitungen. Ich schreibe ein Tagebuch, wo ich meine Eindrücke wiedergebe. Ich werde auch mit dem deutschen Fernsehen zusammenarbeiten. Also im Grunde genommen das Leben eines Publizisten, eines Journalisten, eines freien Autors. Aber es ist ganz wichtig, dass unsere Stimmen auch überall auf der Welt jetzt gehört werden. Juri Durkot, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und ich weiß, dass es jetzt floskelhaft und unangemessen klingt. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Dankeschön. Der Journalist und Übersetzer Juri Durkot lebt in Lemberg im Westen der Ukraine. Sie hören Skala, Kultur in WDR 5. Und heute mit Nachrichten um 14.30 Uhr. Wir geben uns heute rätselhaft wie jeden Donnerstag und ich bin zuversichtlich, dass Sie auch heute rauskriegen, wen wir suchen. Unter der Nummer 0800 567 8 und 3x5 nehmen wir sehr gerne Ihre Lösungsvorschläge entgegen. So, und hier kommt es, das Skala-Rätsel. Gesucht wird ein Komiker. Seine Stimme haben wir technisch etwas verändert. Der Vater des Gesuchten ist nach Deutschland eingewandert. Immer, wenn er seinen Sohn ermahnen wollte, musste der lachen. So, da hat er so Sprüche gebracht, die haben keinen Sinn gemacht, wie, ey, pass auf, wenn du das machst, du siehst du in Pfanne. Ich schaute ihn an und sage, was mache ich? Du siehst ihn in Pfanne. Das war so eine Mischung, der hat so zwei Sprichwörter zusammengewürfelt. Und zwar, du sitzt in der Patsche und dann wird der Hund in der Pfanne verrückt. Der Vater bewirkte damit etwas, was er nicht beabsichtigt hatte.
Ich glaube, das war ein Punkt, dass ich Komiker wurde, ist, dass ich einen wahnsinnig streng autoritären Vater hatte, aber er seine eigene Autorität untergrub, indem er halt nicht so gut Deutsch konnte. Der Sohn machte sein Abitur, studierte Phonetik, Amerikanistik und Philosophie. Sein Berufswunsch war klar. Ich habe das Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und kann Comedy unglaublich gut genießen. Sein Durchbruch schaffte er 2001 mit einer Comedy-Sendung. Es waren 120 Folgen, wo ich mich über die Eigenheiten und Marotten von ausländischen Klischees und Ausländern lustig gemacht hatte. Anfangs beschäftigte er sich vorwiegend mit Türken und Deutschen. Das Spektrum hat sich erweitert in seinen Bühnenprogrammen. Da nehmen wir jetzt die Kroaten auf die Schippe. Wir haben die Schweizer im Programm. Wir reden über die Holländer. Wir haben Franzosen. Wir haben alles Mögliche gerade so im Gepäck. So Inder auch natürlich eine ganze Menge. Er macht Ethno-Comedy und schlüpft dabei in mehrere Figuren. Deswegen habe ich mich von Anfang an entschieden für mehrere Figuren. Also nicht eine Kunstfigur, in der ich gefangen bin, wo ich nach 3-4 Jahren sage, boah, ich kann nicht mehr, ich will mir die Perücke nicht mehr aufziehen und diesen Akzent will ich nicht mehr machen. So, ich mache jetzt mehrere Figuren. A, um das Publikum nicht zu langweilen, B, um mich selber nicht zu langweilen und C, das ist wie so eine Boyband, wenn ich auf die Bühne gehe. Jeder hat so seinen Liebling. Eines ist ihm wichtig, er will niemanden in seinen Gefühlen verletzen. Warum soll ich mich über jemanden lustig machen oder jemanden humoristisch diskriminieren? Also ich finde, guter Humor, der verletzt halt einfach nicht. Guter Humor schafft es auch, ein bunt gemischtes Publikum zu haben. In einem Ausschnitt aus seinen Programmen zeigt er, dass es in der kroatischen Sprache einen Mangel an Vokabeln gibt. Zum Beispiel Garten heißt auf Kroatisch Vrt. VRT, das ist ein Wort, Vrt. Wo gehst du denn nicht? Vrt, Gesundheit. Nein, ich gehe in Garten. Wir wollen von Ihnen wissen, wie der Komiker heißt. Also, falls Sie wissen, welchen Komiker Detlef Fulke hier wortreich nicht beim Namen genannt hat, dann rufen Sie uns doch bitte an 0800 5678 und dreimal 0800 5678 und dreimal die 5 ist die Nummer. Und unter den richtigen Antwortern verlosen wir 3 WDR-Kaffeetassen. Die sind wieder da. Wenn Zombies, Aliens und Vampirelle aus ihr Unwesen treiben, dann erleben wir wohlige Schauer. Eine psychologisch interessante Art, um der Realität zu entschwinden. Das kennen wir aus Filmen und aus Literatur. Aber funktioniert das mit dem Gruseln auch im Comic? Der Kulturwissenschaftler Alexander Braun versucht das rauszukriegen mit einem Buch und einer Ausstellung in Dortmund. Und über beiden steht die Forschungsfrage, ab wann, wie und warum sind Comics horrortauglich? Comicforscher Alexander Braun hat eine Theorie, wie der Horror in den Comic kam. In US-amerikanischen Vorstädten, meistens von Weißen bewohnt, denen es wirtschaftlich gut ging, etwa um 1950. Schaut her, mein Haus, mein Auto, mein weißgetünchter Lattenzaun, der amerikanische Traum, der zum Albtraum mutiert. Diese Idylle, die eben keine Idylle ist, weil hinter den Kulissen die Familien dysfunktional sind. Horror handelt immer von dysfunktionalen Verhältnissen, entweder in der Gesellschaft oder in der Familie. Steht natürlich im Widerspruch zu dieser Fassade, die da unbedingt aufrechterhalten werden will. Horror als Comicheft, das ist ein US-amerikanisches Produkt. Dinger aus dem Sumpf, böse Aliens vom Mars und noch bösere Halloween-Kinder. Von ihrerseits besessenen, getriebenen Zeichnern mit so etwas wie früher Punk-Attitüde erschaffen, wie Alexander Braun meint. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, dass es überhaupt eine Verlagslandschaft gab, die es druckte. Diese Horrorwelle beginnt tatsächlich 1950 mit dem EC-Verlag. Dann haben alle nachgezogen und es wurde eine Bewegung. In der Dortmunder Ausstellung über Horror im Comic stechen aber andere, verstörende Fotos ins Auge. Comichefte auf dem Scheiterhaufen, sie wurden verbrannt. In Chicago zum Beispiel 1947 und 1955. Parallel zum Hype um Horrorcomics gab es also auch schon den Krieg gegen sogenannten Schmutz, Schund und Trash. Ja, das ist in der Nachkriegsgesellschaft in Amerika natürlich eine starke Tendenz zum Konservatismus. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Comichefte sind gewissermaßen auch die erste Jugendkultur des 20. Jahrhunderts, also wo sich Kinder und Jugendliche emanzipieren von ihren Elternhäusern, mit ihrem Taschengeld ihre eigenen Produkte auswählen. Noch eine These.
Horrorcomics waren wie Handys heute. Welcher Erwachsene weiß schon, was die Kinder und Jugendlichen da so alles treiben? Nur einer von hunderten Aspekten im Katalog. Der ist 450 Seiten stark und wirkt beeindruckend hintergründig. Klar, dass Alexander Braun und das Team vom Comic- und Cartoon-Schauraum deutlich herunterkochen mussten, damit das vielfältige Thema überhaupt begehbar wird auf 180 Quadratmetern. Naheliegend, alles nach Ängsten aufzufächern. Der Sumpf, das Weltall, der Dachboden, Keller oder eben der eigene Kopf. Das Böse lauert immer und überall. Hingucker ist, dass in Dortmund fast nur Originalzeichnungen zu sehen sind. Eben wie Zeichner, Zeichnerinnen, gespaltene Schädel, sprötzende Gedärme und Zombie-Umarmungen für die Verlage passgenau layouteten. Aber Horrorcomic oder generell Comic als wertgeschätzte Kunst, davon kann erst in den letzten Jahrzehnten mit dem Boom von Graphic Novels die Rede sein, meint Alexander Braun. Weil der Comic ja immer ein Medium gewesen ist, wo die Künstler sehr schlecht bezahlt wurden, wo alle Rechte und Verwertungslizenzen immer beim Verlag lagen. Also die Zeichner der 50er, der 60er Jahre waren ja quasi Lohnsklaven ihres Verlegers. Sie wurden pro Seite bezahlt. Und dann kommt die Liberalisierung der Gesellschaft im Zuge von 68 und dann explodiert quasi diese Eiterblase. Und das Subgenre fächert sich in Nischen und Personalstile auf, wird allmählich Kunst, wenn auch nie für alle. Nach wie vor ist die Szene eher nerdig strukturiert. Da geht's um Fame, Ruhm und Ehre und nicht nur ums Geld. Hinzu kommt jedoch, dass der Boom mediengeschichtlich längst vorbei ist. Wer braucht noch Horrorcomics? Nur wenn wir jetzt an so Walking Dead und Zombies denken, also Zombies waren ja vor 20, 30 Jahren das schmuddelige Genre aus den Bahnhofskinos, das ist jetzt quasi im Wohnzimmer angekommen. Und zwar gestreamt. Horror als Genre ist heute allgegenwärtig. Ausstellung und Katalog haben dann noch interessante Länderexkurse. Warum erreichten Horrorcomics gerade in Italien Riesenauflagen? Oder hat ein japanisches Publikum etwa ein entspannteres Verhältnis zur Darstellung von Grausamkeiten aller Art? Nicht nur etwas für Nerds also, der Blick in eine Nische der Kulturgeschichte. Bleibt am Ende die Frage, warum haben Horrorcomics und provokant gesagt Comics überhaupt in Deutschland nie richtig Fuß fassen können? Noch ein Denkanstoß von Alexander Braun. Ja, diese historische Geschichte. Also erst sind wir insgesamt chauvinistisch gegenüber dem Comic. Die Franzosen und die Belgier hatten ja eine Tradition, wo der Leser geschult war, gute Qualität von schlechter Qualität zu unterscheiden. Und wir in Deutschland, wir kannten das ja alles gar nicht. Und daran haben wir bis heute zu knapsen. Wann ist ein Grusel ein guter Grusel? Peter Backhoff war für uns unerschrocken unterwegs. Die Ausstellung Horror im Comic zeigt der Comic- und Cartoon-Schauraum in Dortmund. Der Eintritt ist frei, aber empfohlen erst ab 16. Und die Ausstellung läuft bis zum 14. August. Und das Buch Horror im Comic von Kurator Alexander Braun erscheint am 1. März im Avant Verlag und kostet 49 Euro. Und den ganzen Grusel zum Nachhören, den gibt es über die WDR5-App. Da tost nicht eines der Sturmtiefs der letzten Woche. Dieser Sound stammt von einem großen Industrieventilator. Der steht gerade in einem Gitterkäfig vor dem Kunstmuseum Bonn und produziert sanfte Luftzüge bis hin zu orkanartigen Winden. Also schon vor dem Kunstmuseum bläst einem das Thema der neuen Ausstellung entgegen. Welt in der Schwebe heißt die Schau. Das Kunstmuseum widmet sich der Luft als künstlerischem Material. Claudia Dichter hat die Ausstellung schon gesehen. Claudia, jetzt ist das Thema Luft seit Corona aktuell wie nie. Aerosole, Sauerstoff, Sättigung, Luftfilter gehören zu unserem Alltags-Corona-Vokabular. Zeigt das Kunstmuseum Bonn da jetzt die passende Ausstellung zum Thema? Nee, diese Ausstellung ist tatsächlich unfreiwillig so aktuell geworden. Es ging ursprünglich darum, einfach mal diesem Thema Luft nachzuspüren. Die Luft, die so existenziell für uns ist, die uns ständig umgibt, die wir brauchen natürlich, um zu atmen, die man aber auch für das Verströmen von Duft, von Schallwellen und so weiter braucht. Also es war eigentlich ein ganz poetischer Ansatz, ein kulturhistorischer Streifzug. Und dann kam Corona und damit natürlich ein anderer Blick. Und Kuratorin Barbara Scheuermann hat auch ganz klar gesagt, wir mussten wirklich auch einiges ändern und absagen.
wenn es zum Beispiel in einer Arbeit um das Ein- und Ausatmen geht und eigentlich vorgesehen ist, das zusammen mit mehreren Menschen in einem Raum zu erleben und man atmet ein und man atmet aus gemeinsam. Solche Arbeiten kann man im Moment schwer zeigen. Gar nicht unbedingt, weil sie wirklich gefährlich sind, aber weil ein Aspekt der Gefährlichkeit hineinkommt, der dann auch der Arbeit nicht gerecht wird. Deswegen haben wir uns tatsächlich bei einigen Arbeiten dafür entschieden, die jetzt nicht zu zeigen. Ja, was wird denn jetzt gezeigt? Wo setzt die Ausstellung an? Also die Ausstellung schaut tatsächlich, wie Künstlerinnen und Künstler sich mit der Luft als künstlerischem Material auseinandergesetzt haben. Luft war natürlich in der Kunstgeschichte immer Thema. Seit der Renaissance im Barock wunderbare Darstellungen von Wolkenformationen, von sturmgepeitschter See. Aber es ist wirklich der Ansatz gewesen zu schauen, wie ist es als Material in der Kunst, als Gegenstand? Also es spielt natürlich an manchen Stellen auch mit diesen kunsthistorischen Klischees. Es gibt zum Beispiel wunderbare Wolkenformationen, ganz dramatische Gebilde. Andreas Gefeller hat diese Arbeiten fotografiert. Wenn man dann aber weiß, dass dieses scheinbare Naturschauspiel dann Wasserdampfemissionen eines Kraftwerks sind, wird das natürlich gleich wieder gebrochen. Es gibt sowas wie den Atem des Künstlers, eine frühe Arbeit von Pier Manzoni, Fiato d'Artista, der hat eben seinen heiligen Künstleratem in einen Luftballon gepustet. Manzoni ist früh gestorben. Dieser Luftballon ist natürlich auch lange nicht mehr in praller Form, sondern liegt jetzt wirklich wie ein Relikt, wie eine Devotionalie unter einer Vitrine. Und es sind eben 21 ganz unterschiedliche Positionen von 1960 bis heute. Natürlich die großen Inflatables von Otto Pine dabei, einem der Pioniere der Serokunst, der ja ganz früh aufgebrochen ist, auch draußen seine großen Sky-Art-Geschichten gemacht hat. Aber ja, es ist natürlich auch die Frage, die ich Barbara Scheuermann gestellt hat, wann genau ging das denn los mit der Kunst, mit der Luft als künstlerisches Material? Das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Hören wir mal, was Frau Scheuermann sagt. Man sagt immer, dass Marcel Duchamp 1919 der Erste war, der Luft eingefangen hat in einer Glasviole und hat diese Pariser Luft dann einem Sammler nach New York mitgebracht. Und das wird als die erste künstlerische Arbeit gesehen, wo Luft als Material wahrgenommen worden ist. Ist denn diese Pariser Luft auch zu sehen? Nein, leider nicht. Air de Paris ist natürlich ein so fragiles Objekt, das darf einfach nicht mehr reisen. Das ist im Besitz des Centre Pompidou, konnte nicht nach Bonn kommen. Aber es sind dafür andere Preziosen da. Es gibt zum Beispiel eine Diamantatemmaschine. Das klingt tatsächlich nach Preziose. Das ist eine wunderbar alchemistische Apparatur, ein Aufbau mit verschiedenen Glaskolben, die über Schläuche miteinander verbunden sind. Auf einem Stuhl kann der Künstler, der dann bei der Pressekonferenz tatsächlich das dann auch getan hat, Platz nehmen, nimmt einen Schlauch in den Mund, pustet hinein und man sieht in der ersten Glas, im ersten Glaszylinder bläst oben ein Ballon auf und dann wird die Luft weitergeleitet durch verschiedene Prozesse hindurch, durch Wasser, durch Trocknungsprozesse, durch Verbrennen und am Ende hat man rein Kohlenstoff, den er dann, das konnte er nicht selber machen, tatsächlich hat zu einem Diamanten pressen lassen und dieser Diamant liegt also ganz klein und wunderbar eben auch auf einem Sockel und ich habe ihn natürlich gefragt, was ihn daran so fasziniert hat an diesem Prozess. Einerseits fand ich sehr faszinierend, wie aus etwas, was so weich ist, dass wir es kaum wahrnehmen, die Luft, das CO2, etwas entstehen kann, was das härteste Material der Erde ist. Und es im Grunde genommen der gleiche Stoff ist, der nur über unterschiedliche Metamorphosen dann zu dem Diamanten wird. Und sich das vorzustellen, dass das, was wir ausatmen, genau das gleiche ist, was der Diamant ist oder was der Kohlenstoff ist, finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Das andere ist natürlich, ist es ja auch ähnlich wie eine alchemistische Anlage, den Stein der Weisen suchen, das Gold machen. Was ja bei den Alchemisten auch immer so war, sie haben Experimente gemacht, aber letztlich ging es ihnen ja auch viel darum, um seelische Prozesse eigentlich darin zu verarbeiten. Sie haben ja die Wissenschaft und die psychologischen, seelischen Prozesse da sehr, sehr verquickt, wo es dann eigentlich darum ging, etwas Reineres zu werden, etwas Schöneres zu werden. Das war auch ein Gedanke, der mitgespielt hat. Tja, ich habe ihn natürlich gefragt, ob das jetzt auch ein neues Geschäftsmodell ist, aber er meinte, dieses Kohlenstoffpressen ist doch sehr, 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 sehr teuer und davon sollte man Abstand nehmen. Okay. Der Außenraum, der wird auch mit einbezogen in die Ausstellung und da hast du gestern vor Ort beschrieben, was zu sehen ist, also sozusagen eine kleine Live-on-Tape-Reportage gemacht und die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Im Außenraum ist gerade eine Arbeit installiert, die normalerweise drin steht. Das sogenannte Wind House des japanischen Künstlers Riku Ueda. Eine Konstruktion wie ein Haus mit langen Wänden, einem spitzen Dach, aus Dachlatten zusammengezimmert. Und darin angebracht sind wie zwei Flügel ganz lange, dünne Äste, die von einer weißen Gaze umwickelt sind. Unten an den Ästen sind schwere Steine befestigt, die mit Seilen festgebunden sind. Und am Ende der beiden Äste ist auf der einen Seite eine Apparatur mit einem spitzen Stift und auf der anderen Seite eine kleine Platte, die auch tatsächlich beschriftet ist mit 22.02.2022, dem heutigen Tag. Letter heißt diese Arbeit. What is going to happen here? Double meaning. The one is the message from nature or universe. And then the other one is my wife died 5 years ago by cancer. And then I'm waiting a replay from her. Ihre Frau ist vor 5 Jahren an Krebs gestorben. Sie schreiben ihr selbst immer Briefe. Und das, was dort dann von der Natur geschrieben wird, das ist dann sozusagen die Botschaft ihrer Frau. Genau. Es gibt zwei Bedeutungen, hat er erzählt. Das ist eine, war von seiner Frau antwortet. Andere ist Message von Natur, universal. So, unsere Welt, koexistent, ist sehr zart. So zarte Balance. So, ne? Deswegen, sein Haus ist auch sehr zerbrechlich. Das hat er absichtlich alles zerbrechlich gebaut. So. Wie oft machen Sie solche Windzeichnungen? How often do you do these wind drawings? I cannot count so many. Er hat angefangen in 97. Er hat so viele verschiedene Art und Weise bis jetzt. Das kann man auch im Museum sehen, viele verschiedene Windzeichnungen. Thank you very much. You're welcome. Eine wirklich bewegende Geschichte. Und die Frau, die wir gehört haben, das war seine Galeristin. Genau, das war seine Galeristin, die übersetzt hat. Und diese Windzeichnungen, die sind eben oben auch in einem Raum zu sehen. Wunderschöne, poetische, ganz zarte Gespinste zum Teil auf dem Papier. Und dann aber auch wieder ganz kräftige Übermalungen, wo man denkt, man sieht eine frühe Arbeit von Arno Freiner. Also die sind wirklich vor allen Dingen natürlich mit diesem Hintergrund auch nochmal nicht nur ästhetisch sehr reizvoll, sondern auch inhaltlich eben sehr vielschichtig und auch sehr bewegend. Jetzt ist ja Luft echt, ich hätte beinahe gesagt, ein weites Feld, ein großer, weiter Raum. Da passt einiges rein und da ist wahrscheinlich auch noch einiges zu sehen. Ja, und das ist das Spannende an dieser Ausstellung. Die spannt wirklich diesen Bogen von ganz poetisch. Am Anfang hat man eben eine kleine Wolke, die alle paar Minuten mal erscheint auf einem leeren Sockel, bis hin draußen. Die waren leider noch nicht in Betrieb, als ich da war, weil da haben dann wirklich die Sturmtiefs die Aufbauarbeiten deutlich verzögert. Von Michael Pinsky, einem britischen Künstler, der im Außenraum, also quasi zwischen Bundeskunsthalle und Kunstmuseum, seine Pollution Pots aufgestellt hat. Das ist eine begehbare Installation, sieht aus wie so ein Konglomerat von Gewächshäusern. Und da läuft man durch und taucht von einer Luft in die andere, von Neu-Delhi nach Peking, nach London, ins norwegische Trondheim und hat auf der einen Seite eben ganz saubere, reine Luft und auf der anderen muss es dann wirklich übel und stickig und stechend werden. Und da spielt er natürlich auch auf die politische Ebene an, auf die Umweltverschmutzung, auf die Luftverschmutzung. 7 Millionen Menschen sterben laut der WHO jährlich an Luftverschmutzung. Also all diese Bögen schlägt die Ausstellung auf eine sehr unangestrengte, aber sehr anregende Weise. Und natürlich darf eine Arbeit nicht fehlen. Die berühmte Performance von Marina Abramović und Ulay aus dem Jahre 1977, die beiden waren damals noch ein Paar, haben ihre Nasen verstopft, ihre Münder aufeinander gepresst und jeweils nur den Atem des anderen eingeatmet, 19 Minuten lang. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Also sie waren wirklich kurz vor der Ohnmacht. Und das ist natürlich nochmal ein sehr existenzieller, quasi krönender Schlusspunkt auch, der da gesetzt wird, wo einfach nochmal so dieses ganze Drama, das ganze Pathos, was auch im Thema steckt, nochmal aufgefächert wird. Ich habe ein Diplom im Lesen von Claudia Dichter Mimiken und ich sehe dir an, ich brauche dich nach dem Fazit gar nicht zu fragen, oder? Nee, wirklich sehenswerte Ausstellung. Und ich fahre tatsächlich nochmal hin, um Michael Pinsky dann wirklich zu sehen und zu erleben.
Sehr schön. Ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht komme ich mit. Sag Bescheid, wann du fährst. Die Ausstellung Welt in der Schwebe. Luft als künstlerisches Material ist seit heute im Kunstmuseum Bonn zu sehen. Bis zum 19. Juli. Danke, Claudia Dichter. Und ich freue mich auf unseren Ausflug. Skala ist hier. Aktuelles aus der Kultur in WDR 5. WDR 5. Ein Gedicht. Folgen der Trunksucht. Von Robert Gernhardt. Seht ihn an, den Texter. Trinkt er nicht, dann wächst er. Misst nur einen halben Meter, weshalb, das erklär ich später. Seht ihn an, den Schreiner. Trinkt er, wird er kleiner. Schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an, den Hummer. Trinkt er, wird er dummer. Hört, wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an, die Meise, trinkt sie, baut sie Scheiße. Da, grad rauscht ihr drittes Ei, wieder voll am Nest vorbei. Seht ihn an, den Dichter, trinkt er, wird er schlichter. Ach, schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim mehr ein. Und von der Poesie schalten wir direkt rüber zur Prosa. Ulrike Frohlachs ist ins Studio gekommen und hat die Skala Kulturnachrichten mitgebracht. 8 WDR-Produktionen sind dieses Jahr für den Grimme-Preis nominiert. Im Rennen für den Preis um die beste journalistische Leistung ist die Monitor-Reportage über Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze. In der Kategorie Unterhaltung sind die Sendungen Freitagnacht Juice und Sträter nominiert. Bei der 58. Ausgabe stehen in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung, besondere journalistische Leistung und Kinder und Jugend insgesamt 74 Produktionen und Einzelleistungen auf der Liste. Die nominierten Produktionen stellen sich ab dem 5. März der Beurteilung der Jurys, die bis zu 16 Grimme-Preise verleihen können. Die Preisträger werden Ende Mai bekannt gegeben. Die Sängerin Tina Turner hat einen Rechtsstreit mit dem Veranstalter einer Tribute-Show um eine Doppelgängerin verloren. Der Bundesgerichtshof entschied am Donnerstag in Karlsruhe, dass in diesem Fall die Kunstfreiheit das Persönlichkeitsrecht überwiege. Es ging in dem Fall um die Frage, ob das Double Dorothea Coco Fletcher dem Original zu ähnlich sieht. Turner verklagte den Veranstalter aus Passau auch, weil die Werbeplakate mit einem Foto und dem Titel Simply the Best, die Tina Turner Story, den Eindruck erweckten, der Superstar selbst stehe auf der Bühne oder unterstütze die Show. Vor dem Kölner Landgericht hatte Turner vor 2 Jahren Recht bekommen. Im selben Jahr hatte dann bereits das Oberlandesgericht Köln das Urteil kassiert. Die Funke Mediengruppe hat ihre Kritik am Präsidenten des Zeitungsverlegerverbands und Axel Springer-Chef Matthias Döpfner bekräftigt. Das Medienhaus brachte außerdem einen Austritt aus dem Verband jetzt auch öffentlich ins Spiel. In einem Statement der Mediengruppe mit Sitz in Essen heißt es, man erwarte eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger. Zudem habe man Sorge, dass die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche gefährdet sei. Döpfner ist seit 2016 Präsident des Zeitungsverlegerverbands. 2020 wurde er für eine zweite Amtszeit und damit für 4 weitere Jahre gewählt. Er steht wegen seines Umgangs in der Affäre um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt in der Kritik. Steigende Besuchszahlen in Orchesterkonzerten, weniger Andrang in Museen und Theatern. In ihrem Kulturbericht 2022 für NRW zieht die Landesregierung eine durchwachsene Bilanz. In dem Bericht werden die Spielzeiten 2018-2019 mit den Spielzeiten von 2013-2014 verglichen. Bei den öffentlichen Theatern, den Kinos und Museen gingen die Besuchszahlen zurück. Im Orchestermusikbereich hingegen stiegen sie um 10%. Der Landeskulturbericht wird seit 2017 zum Ende einer Legislaturperiode veröffentlicht. Da die Zahlen für 2020 erst Ende des Jahres vorlägen, habe man die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht einarbeiten können, heißt es in dem Bericht. Und ich habe an dieser Stelle noch Gewinnernamen für Sie. In unserem Rätsel haben wir Kaya Janar gesucht und den Komiker haben erkannt, unter anderem Birgit Bayer aus Herne, Axel Koch aus Kerpen und Karin Flesch aus Oberhausen. Sie bekommen von uns die WDR-Kaffeetassen, damit Sie immer vor sich hören, vor sich sehen, welchen Sender Sie hören. WDR 5. Schauen.
Und da schauen wir auf die große Leinwand und sehen gleich zwei Oscar-Kandidaten. Sigrid Fischer hat die sich für uns angesehen. Es sind die Filme King Richard und Belfast. Beide als bester Film nominiert. Fangen wir, Sigrid, mit Belfast an. Das ist der neue Film von Kenneth Branagh. Und von ihm läuft gerade auch die Agatha Christie-Verfilmung Tod auf dem Nil, ne? Ja, der war ganz schön umtriebig. Also diesen Film Belfast, sagt er, hat er so im Lockdown geschrieben. Das ist ja mehr so ein kleinerer, sehr persönlicher Film, der letztlich in seine eigene Kindheit zurückführt, ins Belfast des Jahres 1969 im August. Da gingen halt die Straßenkämpfe zwischen Protestanten und Katholiken los. Und wir sehen hier den kleinen Buddy, der ist 9 Jahre, wie er eben damals auch war. Und er lebt eigentlich ganz behütet da mit Eltern und Großeltern und Bruder in einem Arbeiterviertel in einer Straße mit Katholiken und Protestanten. Seine Familie ist protestantisch, aber die hält sich völlig raus aus diesen Auseinandersetzungen. Der Vater arbeitet auch in England drüben, also der kommt nur gelegentlich eigentlich zu Besuch. Und letztlich sehen wir ja doch mehr oder weniger eine glückliche Kindheit mit Süßigkeiten klauen. Dann ist er verliebt in eine Mitschülerin und Enterprise gucken im Fernsehen, vom Mondflug träumen, denn die Mondlandung war ja auch gerade erst und so. Dann gehen die ganz viel ins Kino. Der Kleine wird ja mal Regisseur, wissen wir ja dann, ne, hinterher. So, aber angesichts der Unruhen... Also das heißt, es ist wirklich seine persönliche Geschichte? Ja, mehr oder weniger, aber erzählt jetzt anhand von anderen Leuten natürlich, ne. Es ist jetzt nicht komplett seine Geschichte autobiografisch so. Aber die Umstände sind halt die gleichen. Und ja, und genau wie damals als bei ihm auch, überlegen die Eltern angesichts dieser Unruhen, jetzt sollen wir denn jetzt bleiben oder sollen wir gehen? Und das beschäftigt den Kleinen natürlich auch und das erzählt er dem Opa. Jetzt mal ein Ausschnitt. Ich glaube, Dad will mit uns weg aus Belfast. Was willst du denn? Jeden Abend, bevor ich einschlafe, wenn ich mein Gebet sage, erinnere ich Gott an meine Bitte, dass er mich am Morgen, wenn ich aufwache, zum besten Fußballer der Welt gemacht hat. Und ich bitte ihn, dass Catherine mich, wenn ich dann groß bin, auch wirklich heiratet. Auch wenn sie Ronnie Boyd lieb hat. Sie kann ihn ja noch treffen, aber heiraten tut sie mich. Das will ich am liebsten. Glückliche Kindheit und Bürgerkrieg. Wie bringt er das zusammen? Ja, für mich nicht so wirklich gut. Also der O-Ton hier, der setzt schon so den Hauptton dieses Films, ne? Also letztlich so heile Familienwelt überwiegt und bestimmt diese Stimmung auch dieses Films. Die Unruhen sind natürlich Thema und wir sehen auch zweimal heftige Sequenzen dazu. Aber eigentlich spielen sie nur so am Anfang und Ende eine Rolle. Aber wie sich das Leben wirklich auch für dieses Kind verändert, das wird mir nicht so richtig erzählt. Ich finde, das ist mehr so eine Feel-Good-Nostalgie-Nummer. Auch der kleine knuffige Junge mit seinen Matchbox-Autos und die tollen Großeltern. Judi Dench ist natürlich toll, klar. Viele Referenzen aufs Kino, Liberty Valance gucken die dann im Kino, Chitty Chitty Bang Bang und solche Filme. Und das ist auch relativ kunstvoll gedreht, fast ausschließlich in Schwarz-Weiß, allerdings auch in super gestochenen, geputzten Bildern, ist mir wieder fast ein bisschen zu clean, atmet mir nicht genug. Die Schauspieler begeistern mich auch nicht richtig, also unterm Strich muss ich sagen, 7-mal Oscar nominiert, ist für mich enttäuschend, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Okay, dann schauen wir auf den zweiten, auf den 6-fachen Oscar-Kandidaten, King Richard. Ja. Das ist die Geschichte der Tennisschwestern Venus und Serena Williams. Auch das eine wahre Geschichte. Die sind von ihrem Vater Richard gecoacht worden. Genau, hier sind wir in den 90ern, also die beiden sind jetzt so 10, 11 Jahre rum und der hat ja nie selbst Tennis gespielt, der Vater, hat sich das selber beigebracht mit seiner Frau zusammen und hatte den Plan schon vor deren Geburt. So, wir kriegen jetzt 2 Kinder und die werden Tennisstars und so ist es ja auch gekommen. Und der Film zeigt jetzt den Übergang von diesem Elterncoaching auf die professionelle Ebene, also der reist durch die Gegend, hat auch immer Videofilme von den beiden vom Training dabei und sucht eben Profitrainer und die meisten winken ab, aber er bleibt so dreist und hartnäckig und kriegt schließlich den Trainer von Pete Sampras. Und dann ist er wirklich so drauf, dann kommen Sponsoren, ach, das ist ja interessant, ne? 2 schwarze Mädchen und so, 3 Millionen Werbevertrag lehnt er ab, denn er will eigentlich das Beste für die Kinder, die sollen auch noch was anderes lernen, außer Tennis und so. Und vor allen Dingen sollen die nicht die Demütigungen erfahren als Schwarze, wie er sie erfahren hat. Also er will halt, dass die weiße Tenniswelt erobern, so, ne? Und letztlich ist es damit auch so eine Geschichte vom amerikanischen Traum, mit Willenskraft und Ehrgeiz kann das jeder schaffen, auch Kinder aus armen, schwarzen Familien so. Will Smith spielt den Richard, der ist auch nominiert als bester Schauspieler, zu Recht. Ja, das finde ich schon. Das finde ich eigentlich fast das Beste an dem Film. Also dieses Störrische, dieses Unbeirrbare, dieses Ziel im Blick und auch dieses Ego-Getriebene. Der ist total ego-getrieben auch. Allerdings auch diese Erfahrung von Demütigung als Schwarzer in Amerika. Der wird auch ein paar Mal verprügelt, wie wir dann sehen. Der geht so mit hängenden Schultern und so ein bisschen gebeugt und so. Aber hat eben auch diese Ecken und Kanten. Das ist eine ganz interessante, schillernde Figur. Ist dieser Richard offenbar auch wirklich gewesen. Ich finde nur,
nur leider schade, dass man die Schattenseiten dieser ganzen Geschichte und dieser Figur sehr reduziert hat. Also die beiden Schwestern haben den Film mitproduziert, ist in gewisser Weise also eine autorisierte Version. Da ist mir zu viel eitel Sonnenschein in der Familie. Da ist zwar mal ein Ehekrach, weil er mit seinem Ego auch vieles kaputt macht, aber die haben 5 Kinder. 5 Mädchen, pubertierend, die in einem Zimmer zusammengefercht schlafen und immer nur happy. Und Serena steht völlig im Schatten von Venus, weil mit ihr trainiert keiner. Da macht die Mutter dann weiter mit ihr Training, aber da gibt's keine Widerworte. Die kommt fast nicht mehr vor. Und das glaube ich so nicht. Also ich glaube, das wirklich Spannende an der Geschichte, das erzählt der Film nur ganz bisschen am Rande. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dieser Ehrgeiz des Vaters hat auch viel kaputt gemacht, nehme ich an. Aber die Story ist natürlich grundsätzlich spannend. Okay. Ja, nur zu unspannend jetzt sagen erzählt. Jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, 2 Filme, wo Sie sagen, aber trotzdem vielleicht angucken. Ja. Ja, ich meine, klar, ich meine, wie gesagt, wegen Will Smith kann man den Film schon gucken. Und die Story ist halt, das kann man ja gar nicht glauben, ne? Dass ein Vater hingeht und sagt, ja. So, wir kriegen jetzt 2 Kinder und die werden Weltstars und dann werden die das. Ja. Ne? Also das ist natürlich irre, aber wie gesagt, der Film lotet mir das zu wenig aus. Ja, und man kann auch Belfast natürlich gucken. Ich rate jetzt nicht völlig ab, das sind nicht die schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber man ist ja auch, man hat so Erwartungen, ne? An den Kenneth Branagh, der seine Geschichte erzählt. Und so gesehen hat es mich enttäuscht, aber ja, kann man schon gucken. Gucken wir mal. Sigrid Fischer, Dankeschön. Richard und Belfast, beide ab heute im Kino, wo es was zu hören gibt, finden Sie mit der WDR5-App. Alle Infos rund um diese Skala gibt es im Netz auf WDR5.de oder auch beim Hörertelefon. Tatsächlich 0221 56789 und 3x5 ist unsere Nummer. So. Das war's soweit von uns. Franz Hansel übernimmt jetzt mit Quarks. Hallo Franz. Hallo Stefanie. Ja, klar, wir werden während der beiden Quarks-Stunden natürlich immer wieder über das informieren, was die Welt bewegt. Krieg in der Ukraine. Aber Wissenschaft ist auch dabei, zum Beispiel mit Homöopathie. Für viele Menschen die Medizin ihres Vertrauens, für viele Forschende eher eine Medizin nach dem Prinzip Hoffnung. Gleich bei uns in Quarks. Ja, und Hoffnung ist immer gut. Ich sag nur, die Wiederholung von heute, die fällt aus. Stattdessen gibt es von 20 Uhr bis 22 Uhr aktuelle Informationen zur Situation in der Ukraine. Ich bin Stefanie Juncker. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag. WDR 5